Und in meiner Arbeit mit unterschiedlichen Firmen und Organisationen habe ich drei verschiedene Einstellungen zu diesem Krisenszenario kennengelernt. And you may have noticed the same thing in your work as trainers, consultants, etc. with companies that you work with. Und vielleicht kennen Sie das aus Ihrer eigenen Beratungstätigkeit ganz ähnlich. The first attitude I've noticed, I call mental hibernation. Die erste Haltung dazu nennt Shelley geistiger Winterschlaf. You know, these are people who have gone in the cave of the winter of all the nasty things that are happening. Leute verstecken sich in der Höhle vor all den schlimmen Dingen, die passieren. And they're waiting for the winter to end. Und hoffen, dass der Winter irgendwann mal aufhört. Now, you don't have Groundhog Day, but we have Groundhog Day. I just found out that the winter is going to end soon. But the people, sorry, go ahead. Never mind. Never mind. Go. So, Groundhog Day says the winter is going, the groundhog said the winter will end soon, but these people don't believe it. Ja, die Leute, die in der Höhle sitzen, glauben nicht daran, dass irgendwann der Winter zu Ende sein wird. And I work often in France, and they're always having a crisis in France. The winter is always there. We can't make any decisions. In Frankreich haben sie mittlerweile permanent Winter. Die Krise ist immer da, wir können nichts entscheiden. Yeah, and so they, you know, we can't make any decisions in the conjoncture actuelle. Und die Franzosen haben sogar einen Begriff dafür, das ist die Konjunktur aktuell, also yeah, die aktuelle Wirtschaftslage, die immer als krisenhaft empfunden. So this frozen winter reaction seems to be every time I go there, it's no, we can't make a decision. Es ist immer Winter, wenn ich dort bin, und nein, wir können nichts entscheiden. And I say, but last time I was here, you couldn't make a decision. Und dann sage ich, das war doch letztes Mal genau das Gleiche. And then they say, yes, but this is the real conjoncture actuelle. Dann sagen sie, ja klar, aber jetzt sind wir in der richtigen Konjunktur aktuell. And I say, are you sure it's the real one? Yeah. Und dann fragt man sich, naja, seid ihr wirklich sicher, dass das jetzt die richtige ist? Yeah, so you think it's not going to get worse? Das nicht vielleicht möglicherweise doch ein bisschen schlimmer noch? The second attitude. Die zweite Einstellung. This is what I call the scared chicken attitude. Das nenne ich die Einstellung des verängstigten Huhns. Now you notice this when organizational leaders do the following thing. Sie erkennen sie daran, wenn Führungskräfte das Folgende machen. They say, cut this. Sie sagen, weg damit. Cut that. Sie sagen, Kürzung dort. Cut that. Weg damit. Cut that. Weg damit. What's that? Was ist das? Cut it. Weg damit. Cut it. Weg damit. Cut it. 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 You've seen this, right? Now, if people stick their head up in this environment, what happens? Und wenn jemand den Kopf erhebt in so einer Umgebung? Cut it! Cut it! Weg damit!